Am Ufer des Gefühlstümpels stehen die Zeichen auf sperrigen Altlastendialog. Halleluja. Okay, Prost. Auf dich. Auf uns. Willkommen bei Zeit zu zweit. Hier habt ihr die Chance auf eine ehrliche Aussprache unter vier Augen. Die Karten helfen euch dabei. Lest sie vor und nutzt die Zeit, um euch gegenseitig die Wahrheit zu sagen. Warum hast du dich von mir getrennt? Du hast mich die ganze Zeit angelogen in der Beziehung. Nicht nur einmal, nicht nur kleine Sachen, auch große Sachen. Und auch wenn ich dich immer darum gebeten habe, ey, für mich ist das cool, wenn du im Club bist mit deinen Jungs und du sagst mir Bescheid, wenn Mädels dazukommen, weil deine Freunde sind alle Single so. Nein, nicht alle. Wir hatten, ich glaube, eine Woche vorher erst dieses Streitthema wieder, dass du mir einfach Bescheid sagen sollst, wenn Frauen dabei sind. Ja, aber ich kann doch nicht dafür, dass die Kumpels, weil der Geburtstag gefeiert hat, sich zwei Mädels in die Lounge holen und dann da mit denen was trinken. Soll ich dann sagen zu denen, ey, ihr geht jetzt raus aus der Lounge? Wann habe ich denn jemals gesagt, ey, ich geh heute Abend feiern und mach nichts mit dir? Wann habe ich das denn jemals gesagt? Es war schon ab und zu, dass ich gefragt habe, ey, kommst du am Wochenende zu mir? Und dann hieß es aber immer erst, eigentlich wollten wir mit den Jungs was machen. So, ich muss das erst abklären. Das bereue ich ja auch und das tut mir auch richtig leid. Aber man kann doch nicht ständig darauf rumreiten, weil ich kann doch nicht mehr machen, wie mich dafür zu entschuldigen und sagen, so, das ist ja anders. Du hast ein halbes Jahr mit dieser einen Person geschrieben. Ja, aber da weißt du... Ein halbes Jahr lang. Und es war deine scheiß verdammte Ex. Vertrauen ist wie so eine Vase, so, weißt du, was ich meine? Wenn die einmal runterfällt, ist sie zerbrochen und du kannst sie wieder zusammenkleben und so, aber der Riss, der würde immer bleiben. Ich weiß nicht, warum. Ich will wissen, warum. Ich habe ja mit ihr über unsere Beziehung geredet. Ich habe trotzdem die ganze Zeit geflirtet, ich habe das gelesen. Ja, ich auch. Stimmt, hast du vollkommen recht. Tu nicht so, als hättet ihr nur über mich geschrieben. Nein, sag ich doch gar nicht. Das klingt so, als wäre sie da deine treue Seele gewesen. Nein, sag ich gar nicht. Die schickt dir jeden Tag Bikini-Bilder. Sag ich doch gar nicht. Hast du vollkommen recht? You've got a way of making me feel small. But I won't let your words reach me anymore. Das ist richtig scheiße und das ist richtig krank, dass ich das sage. Aber ich bin so froh, sag ich dir echt, dass du in mein Handy geguckt hast. Weil hättest du es nicht gemacht, weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre das nie so, hätten wir nie so ein starkes Zueinander gefunden. Und du musst ja auch ehrlich sagen, nachdem alles offen war, so weißt du, was ich meine, alles so resettet worden ist und wir so auf Null waren komplett, da hat doch unsere Beziehung eigentlich erst so richtig angefangen. Aber du kannst nicht jetzt mal ein neues Beginndatum für unsere Beziehung nennen. Nein, das meine ich doch gar nicht. Aber das ab dann war doch so... Mein Vertrauen weg und deine Probleme, deine Geheimnisse waren gelöst. Worte sind halt immer schön und Worte sind immer da. Und am Ende zählt aber trotzdem die Tat. Gibt es etwas, was du mir gerne sagen würdest noch? Ja. Mir fallen auch einfach nicht so viele Worte ein. Es ist einfach so, dass so, wenn ich so zurückdrehen könnte, das sind so Standardworte. So. Und mir ist halt einfach nur wichtig, dass du dich halt einfach so... Jetzt kommen ja auch schon die Tränen, Alter. Mir ist halt einfach... Mir ist halt einfach wichtig, dass du weißt, dass ich halt eigentlich... Ja, fuck, Alter. Ich hab dich noch nie bei einem gesehen. Boah, ich fühle mich so schlecht. Ohne Scheiß. Wenn ich dich fragen würde, ob du mich noch liebst. Wieso weinst du denn da? Weil eigentlich deine Antwort sein müsste, sonst ich als angetan habe, eigentlich nein sein müsste. Deswegen.
Ich kann auch nicht mehr. Oh Scheiße, kann ich nicht. Oh. So klar liebe ich dich noch. So. Und ich könnte auch weiter mit dir zusammen sein, aber ich brauche da auch noch ein bisschen Zeit. Weil ich glaube, ich habe das noch nicht so verarbeitet. Ja. Jetzt ein Drücker? Ja, das wäre toll.